Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 6 mit dem geilen Phönix hier. Naja, okay, ist ein Rock, wie uns Falaga erzählt hat. So, ich glaube, das wird das Finale dieser Kampagne, der Piratenkampagne. Wir sind nämlich ziemlich weit fortgeschritten und haben keine Gegner mehr, keine echten Gegner mehr, sondern nur noch hier theoretisch einen Bosskampf. Aber wir müssen noch davor was erledigen. Na gut, Achtung Lava. Wie sonderbar, dass sich jemand die Zeit genommen hat, einen solchen Wegweiser auf den Rand eines aktiven Vulkans zu richten. Entweder ist derjenige äußerst mutig, unglaublich gewissenhaft oder einfach total verrückt. Klingt plausibel. Ja komm, die Gegner, die überrennen mal einfach. Ja, schaut, die können nix. Die haben Angst. Die haben Angst vor meinen riesen Truppen. Dafür habe ich auch extra Riesentruppen angehäuft. Was ist das? Ein Tarau-Spiel? Das macht ja doch absolut keinen Sinn mehr, oder? Wobei, ich weiß gar nicht. Oh doch, ich hatte sogar noch Platz. Sieh einer an. Na gut, dann habe ich jetzt extra Schicksalskraft. Das ist nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Hinter der Zerstörung, Feuersturm, nächsten Kampf. Puh. Weg da! Ich muss da... Oh, oh Himiko! Trivial, ach Gottchen. Ernsthaft? Trivial? Ich habe jetzt von epischen Kampf. Ah ja, stimmt, die muss kämpfen. Die will kämpfen. Himiko, da haben wir auch Himiko schon gesehen. Die ist aber trivial, also von daher passt unsere Truppenstärke schon. Oh, das ist schon eher. Die Einheiten lassen sich sehen. Respekt. Na gut, tot. Und du sagst gleich nochmal. Kenshi. So stark sind meine Leute. Ach, schade. Darf die nochmal vorlaufen. Aber die macht ja Aua, wenn man sie berührt. Deswegen verteidigen und abschießen. Ich hätte auch selbst draufhauen können. Habe es aber nicht gemacht. Ich krieg nicht mal Max-Level in dieser Mission, glaube ich. Ja, hier kann man alle Elementare besorgen. So eine Elementar-Armee? Ja gut, wen würde ich von den... Gut, den würde ich nicht von den Elementaren mitnehmen. Beim Schatten-Elementar weiß ich jetzt gar nicht. Der kann... Hat der... Kann der... Schatten des Todes zu Geistern. Um unter Vermeidung feindlicher Gegner zu sein. Ja, er kann angreifen und wieder zurück, wie die Harpien. Der hat denselben Angriff wie die. Ja, doch. Okay, dann würde ich nur den Steinelementare nicht nehmen. Lichtelementare sind ziemlich mächtig. Wasserelementare sind ziemlich mächtig. Luftelementare mächtig. Feuerelementare mächtig. Ja, eigentlich sind die Elementare gar nicht mal so dumm. Ring der Schnelligkeit. Ist das ein geiler Ring? Lass mich mal dahin. Ich will den Ring sehen. Oh, haben wir da nicht einen schwächeren Ring? Irgendwie sowas? Verleiht die Fähigkeit Grauen? Wartet. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Die habe ich noch gar nicht eingesetzt, oder? Was macht die denn Feines? Grauen. Ist das sowas wie Grapschen? Nur grauenhafter. Jetzt brauche ich kein Gold mehr. Ich glaube nicht, dass ich nochmal zurückgehen werde. Da mir angezeigt wird, dass Himiko nicht gerade die stärkste ist. So, ah, das werde ich aufsuchen. Bevor ich zu Himiko gehe. Das wird cool. Ah, die Dynastiewaffe hat ein Level bekommen. So, hier ist der letzte Heini, der irgendein Portal beschützt. Du da, aus dem Weg. Du bist mir ein Dorn im Auge. Na gut, die schießen sowieso auf die, dann mache ich da drauf. Die schießen so auf die und töten die. Dann als nächstes dürfen sie die töten. Gut. Jo.
Du darfst... Ja, die töten. Gut. Ja. Perfekte Kombination. Perfekt, alles perfekt. Extra Machtangriff und Verteidigung. Boah, Crackhack wäre ein wirklich starker Machtheld geworden. Wenn er überhaupt so weit käme. Machen wir mal weiter Moral. Die ist nämlich nicht schlecht. Was ist das? Wochenlang extra Angriff und so? Ja, komm. Für die letzte Schlacht. Eventuell letzte Schlacht. Man weiß es ja nicht. Vielleicht kommt da noch mehr. Weil das wird doch nicht die letzte Schlacht sein, Himiko. Ja, wird doch bestimmt irgendein epischer Bossfight kommen. Ah, das letzte Amulett. Extra Führungskraft, extra Verteidigung, Magie. Und jetzt habe ich auch das letzte Set-Gegenstand, das nochmal extra Macht verteidigen gibt. Es ist vollbracht. Die heiligen Samen wurden gepflanzt und die Macht der Portale wird hineingeleitet. Ich hoffe, eure Berechnungen stimmen, Zauberer. Himiko wehrt sich. Sie will mich daran hindern, die Herrschaft über die Portale zu übernehmen. Sieht aus, als brauchten wir brutale Gewalt zur Lösung dieses Problems. Ja, ich frage mich, wer könnte da helfen? Brutale Gewalt besiegt Himiko. Okay, das muss ich anlegen. Geil, Pirat. Ich habe das komplette Piratenset. Garnitur der Piraten angelegt. Ja, das ist brauchbar. Tue ich aus. Jetzt nehmen wir noch den Sog des Chaos mit. Und dann gehen wir Himiko besuchen. Die ist immer noch trivial. Die hat nicht mal ihre Ult... Doch, hat sie. Ihre ultimativ stärkste Einheit. Der fehlt aber eine Einheit. Sie hat Kappa. Ah, sie hat die Shooter-Einheit nicht. Oh Gott. Wie kannst du bloß so einen dummen Fehler begehen? Du Noob. Du Noob. Du dreckiger Baba. Das ist euer Werk, oder? Glaubt ihr wirklich? Ihr und euer Zauberer könnt mich daran hindern, den Willen des Zerstörers zu erfüllen? Ja. Ihr werdet den Ruf der Tiefen nicht verstummen lassen! Ich höre nur Wahnsinn. Und er endet jetzt. Endet er jetzt? Ach Gott, ist das deine Truppe? Das kann doch nicht alles sein, oder? Na gut, wen peitschen wir als erstes aus? Die werden als erstes sterben, dann werden wahrscheinlich die als erstes... Als nächstes sterben, dann hau ich doch einfach mal hier in die Mitte rein. Gut. Du hast da ein bisschen Schaden gemacht, aber unbedeutend. Gut. Schön. Wart's mal ab, vielleicht kommt da jemand zu nah. Töten. Schön. Dann darfst du gleich nochmal durch meine Heldenfähigkeit. Bomben. Auch tot. Du darfst nochmal, weil du hohe Moral hast. Dann würde ich sagen, machst du einfach mal Bumm. Geil. Und jetzt werden die weggeschmolzen. Ich könnte zwar warten, will ich aber nicht. So, und jetzt noch. Warte, ihr werdet beide erwischt? Ja. Und jetzt kommt der Wurm. Den habe ich ja ganz vergessen. Der kommt ja auch noch. Okay. Ja, was ist jetzt mit dem passiert? Ach, die sind tot. Die sind verschlungen worden. Geil. Was ist das?
Oh, voll der Meteorschlag oder was auch immer. Die Medusa wurde versteinert. Welch Ironie. Wollt ihr hier gerade den BH ausziehen? Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Wenn diese Geschichte die Barden nicht Generationen beschäftigt, dann weiß ich auch nicht. Also, ihr habt es geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Ich... Falaga, Siele und die Piraten des grausamen Meeres. Vielleicht haben wir gerade ganz Aschan gerettet, wer weiß. Und wie es aussieht, seid ihr jetzt König. Ja, aber du kannst mich kurz Euer Majestät nennen. Schade. Einen Piraten hätte ich festnehmen können, aber einen König? Wie gnädig. Was ist mit dir? Gehst du zurück nach Wertheim? Ja, ich muss zugeben, ihr seid nicht so schlimm, wie ich dachte. Irgendwie bin ich froh, euch begegnet zu sein. Es fühlt sich an, als hätte sich eine Tür geschlossen. Vielleicht liegt es daran, weil ich selbst Vater werde. Wirklich? Wie geht es der Mutter? Ich hoffe, sie ist eine Schönheit. Hört auf. Und ja, ist sie. Wenn es ein Mädchen wird, nennst du sie Anne, wie ihre Mutter? So ist es gedacht. Aber wenn es ein Junge wird, heißt er Rufus. Meine Frau war da sehr bestimmt. Warte mal. Du meinst, du hast die Tochter des Barons geheiratet? Aber das macht dich... Zu ihrem Gemahl. Sie ist die Baronin. Apropos, es wird Zeit, zu meiner Familie zurückzukehren. Lebt wohl, Kapitän. Verzeihung, König Crackhack. Bis wir uns wiedersehen. Leb wohl, Sohn. Auch ich muss meine Reise fortsetzen. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen und... Sehr aufregend. Die Ehre war auf meiner Seite. Leb wohl, Falagar, Sohn von Galagar, nicht? Willst du weiter nach Katal, wie du es geplant hattest? Ich weiß nicht. Vielleicht suche ich meine eigene Tochter Sulaika. Wir haben uns nicht im besten Einvernehmen getrennt und sie ist schon vor Jahren nach Osten gegangen. Dort hat sie wohl in Hammerfall gegen Dämonen gekämpft und dann im Jademeer. Ich hoffe, du findest sie. Gib auf dich Acht, mein Freund. Und jetzt? Was soll ich mit meinem höchst eigenen Piratenkönigreich machen? Was sollte er mit seinem höchst eigenen Piratenkönigreich machen? Das wissen wir, wie es ausgegangen ist. Wir wissen es aus... Might and Magic Legacy X. Was ich auch Let's Play habe. Falls ihr es anschauen wollt, schaut vorbei. Ja, da wird das Ende von Crackhack erklärt oder erzählt. Ja, okay, das war diese Kampagne. Damit haben wir die Piratenkampagne durch. Wie gesagt, diese extra Abenteuer haben bloß 2 Missionen. Dann werden wir uns das nächste Mal dem Totentanz widmen. Da werden wir mit einem sehr geilen, untoten Magier konfrontiert. Meinem persönlichen, zweitliebsten Charakter nach Anastasia. Ah, ich habe irgendwie ein Fable für die Necropolis-Fraktion. Muss ich schon zugeben. Ja, und da werden wir die Geschichte von Sandro erfahren. Sandro ist ein ziemlich berühmter und mächtiger Magier in der Untoten-Fraktion und wird leider in Heroes 5, also sprich 400 Jahre später, in der Kampagne getötet.
Das finde ich eigentlich uncool, weil so ein richtiger Nekromant, der müsste doch ewig leben. So ein Lich, so ein Skelett. So stelle ich mir ewige Macht vor. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Projekt, nämlich dem Totentanz.